Es war einmal ein schöner junger Prinz. Der wollte heiraten. Aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da veranstaltete er ein großes Fest und lud alle Prinzessinnen seines Landes dazu ein. Er tanzte mit ihnen und stellte ihnen Fragen, um herauszufinden, ob sie tatsächlich wirkliche Prinzessinnen wären. Seine Mutter, die Königin, saß in ihrem goldenen Sessel und überwachte das Fest. Nun, mein Sohn, hast du schon deine Wahl getroffen? Wie gefällt dir die Prinzessin aus dem Elfenschloss? Sie tanzt nicht gut genug. Wie ein Mehlsack hängt sie in meinen Armen. Aber ihre Schwester, sie tanzt doch leicht wie eine Feder. Ja, tanzen kann sie. Aber hast du ihre Nase nicht gesehen? Sie ist wirklich ungewöhnlich groß, richtig abscheulich. Und wie gefällt dir die Prinzessin von der Waldburg? Sie hat so schöne blaue Augen. Hör nur, wie albern sie lacht. Wie ein Huhn, das gackert. Ach, sie geht mir auf die Nerven. Gefällt dir denn gar keine? Sie sind alle keine richtigen Prinzessinnen. Entweder sind sie dumm und einfältig oder sie plappern zu gescheit. Einige sind so plump und ungeschickt, andere wieder so dürr und blass, als hätten sie die Auszehrung. Eine wirkliche Prinzessin stelle ich mir ganz anders vor. Wenn du in deinem Land nicht die Richtige findest, musst du sie in einem anderen Land suchen. Ja, das ist eine gute Idee. Morgen schon will ich aufbrechen. Am nächsten Tag reiste der Prinz los. Zuerst versuchte er sein Glück im Nachbarland, dann im nächsten. Und schließlich reiste er in der ganzen Welt herum, von Land zu Land. Aber keine Prinzessin gefiel ihm. Ganz traurig kehrte er nach Hause zurück und erzählte seiner Mutter von dem Misserfolg. Mein Sohn, vielleicht stellst du zu hohe Ansprüche. Ich heirate nur eine wirkliche Prinzessin. Oder gar nicht. Einmal werde ich schon die richtige finden. Ich wünsche es dir. Eines Abends zog ein schreckliches Unwetter auf. Es blitzte und donnerte und der Regen klatschte gegen die Scheiben. Da klopfte es an das Schlosstor. Der Haushofmeister meldete es der Königin. Majestät, es hat soeben geklopft, jawohl. Das habe ich auch gehört, du Dummkopf. Frag lieber, wer draußen ist. Wer draußen ist? Jawohl. Wer ist draußen? Ich bin eine Prinzessin und suche Schutz vor dem Unwetter. Majestät, sie sagt, sie wäre eine Prinzessin, die also... Bin doch nicht schwerhörig. Lass sie herein. Hereinlassen, jawohl. Guten Abend. Komm nur herein, mein Kind. Aber wie siehst du denn aus? Wie sieht die denn aus? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Nicht nach meiner Meinung gefragt, jawohl. Mein armes Kind, du bist ja ganz nass. Tja, sie sah traurig aus, die kleine Prinzessin. Das Wasser lief von den Haaren und Kleidern herunter und aus den Schuhen wieder heraus. Große Pfützen bildeten sich auf dem Boden. Sie sieht sehr jämmerlich aus. Jämmerlich, jawohl. Aber sie gefällt mir trotzdem. Sie hat so ein hübsches, so ein zartes Gesicht. Hübsch und zart. Jawohl, das ist auch meine Meinung. Sie ist aber keine wirkliche Prinzessin. Jawohl, keine wirkliche, nein. Doch, ich bin eine wirkliche Prinzessin. Na, das werden wir schon erfahren. Heute Nacht kannst du im Schloss schlafen. Ich lasse gleich eine Kammer für dich herrichten. Eine Kammer herrichten, jawohl. Ich mach das schon selber, Herr Haushofmeister. Für heute brauche ich dich nicht mehr. Für heute nicht mehr. Jawohl. Gute Nacht. Gute Nacht. Jawohl. Die Königin ging selber in die Schlafkammer hinein, nahm heimlich alle Betten herunter und legte eine winzige Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf legte sie 20 Matratzen und noch 20 Federbetten dazu. Dann holte sie die Prinzessin. So, mein Kind, hier habe ich dir ein schönes, weiches Bett gerichtet. Vielen Dank.
Ich bin aber auch sehr müde. Ach, gute Nacht. Gute Nacht. Und einen ruhigen Schlaf. Am anderen Morgen wurde die Prinzessin gefragt, wie sie geschlafen hätte. Oh, schrecklich schlecht. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Aber warum denn? Haushofmeister. Bitte, jawohl. War irgendein Lärm heute Nacht im Schloss? Wieso Lärm? Ich habe keinen gehört. Jawohl, keinen. Nicht den kleinsten. Ja, er hat recht. Es war ganz ruhig im Schloss. Aber es muss etwas im Bett gewesen sein. Nicht eine Minute lang habe ich schlafen können. Aber was störte dich denn? Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich grün und blau am ganzen Körper bin. Es ist ganz schrecklich. Ja, jawohl, schrecklich. Jetzt weiß ich, dass du eine wirkliche Prinzessin bist, da du durch 20 Matratzen und 20 Federbetten hindurch die winzige Erbse gespürt hast. So empfindlich kann nur eine wirkliche Prinzessin sein. Nur eine wirkliche Prinzessin, jawohl. Halt den Mund endlich. Meine Prinzessin. Endlich habe ich sie gefunden. Da fährt man in der ganzen Welt herum, um die Richtige zu finden. Sie aber kommt ganz von allein in mein Schloss spaziert. Jawohl, ins Schloss spaziert. Ich habe ja gleich gesagt, dass ich eine wirkliche Prinzessin bin. Da nahm der Prinz sie zur Frau und sie wurden sehr glücklich miteinander. Die Erbse aber kam in die Kunstkammer, wo sie noch heute zu sehen ist, wenn sie niemand genommen hat. Niemand genommen hat, jawohl.